Miststück, wieso nimmt sie immer diese Kinderpistole? Das verstehe ich immer nicht. Kann doch die Schrotflinte nehmen. Die habe ich eigentlich noch. 30. Gut. Lass mal Bergungsgut looten. Da liegt doch Munition. Na, nimm doch mit da jetzt. Ah. Die ist so doof. Die ist so nervig heute. Noch eine? Na gut. Ich möchte jetzt diese Lampe hier kaputt machen. Guck mal, sowas finde ich total klasse. Ich weiß zwar nicht, wo die Strom hinkriegt, aber... Tun wir mal so, als ob das das Kabel ist. Was ist denn los? Wer schießt? In Deckung, ein Eindringling! Hä? Wer sagt das? Zu Bergen. Und da zum Gewehr, bitte. Ein Eindringling. Haben wir denn noch Munition fürs Gewehr? 55 Schuss ist ja nicht viel. Ich bin so ein Töffel. Das ist das. Was ist das denn jetzt? Ist das jetzt besser? Ach, das sind die Napalm-Dinger, ne? Mach ich das mal. Zünde sie an. Ist bescheuert? Ich komme da gleich hin da. Von wegen anzünden. Wo sind die denn jetzt? Die Jungs? Da oben. Y? Nur hampel da nicht so rum, da. Mann, Mädchen. Hä? Wo? Ist denn da noch einer? Ich weiß das nicht. Ja, da muss ja noch einer sein. So. Das bringt mir da auch so viel Schaden. Y. Warum macht die eigentlich so wenig Schaden? Machen wir das halt so. Das ist wie bei Forest. Haben die abgeguckt. Hallo? Bist du? Jung? Hat er keine Lust mehr? Was denn? Ein Geschenk? Jetzt brennt ihr alle. Brennt. Brennt in eurer Schuld. Ja, ich glaube, der brennt auch. Wow! Du Arsch. Kommen die denn jetzt noch her? Ich mag die Feuerpfeile. Hä? Ah ja, da kommt er. Der brennt. Der brennt auch. Nein, der brennt noch nicht. Aber jetzt brennt er. Ich glaube, jetzt brennt er. Ja.
Ich weiß nicht, wo der ist. Das ist ja wieder so ein Schleichding hier, ne? Das war auch mal eine witzige... Du kannst dich nicht verstecken. Doch, gleich gut. Aber wo sitzt du, Junge? Irgendwo musst du doch da rumhängen. So. Vier? Da oben kann ich... Ah, vielleicht könnte ich das sogar... Ich nehme jetzt mal die schrotige. Es gibt keinen Weg hier raus. Doch. Das kannst du so nicht sagen. Guck mal, ich kann das nämlich da... Ah, die ist immer noch zu schlapp für diesen Dreck. Ich möchte jetzt gerne hier weiterkommen. Nicht so rumeideln. Waren da noch Pfeile? Ja. Also Pfeile verschossen. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein paar Feinde. Dann schleiche ich mich mal hier ran. Looten. 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 Wo ist er denn? Ich glaube, der brennt. Brennt er? Brennt er jetzt? Der muss... Moment, ich muss da mal rüber. Jetzt brennt er. Also Brandpfeile sind immer noch am besten. So. Sie steht auf, also heißt das, wir haben es geschafft. Juhu! Wow. Einen beherzten Sprung springen wir hier rüber in die Kammer des Lootens. Will ich das eigentlich alles hier vor uns hin? Da muss doch... Das ist bestimmt Roth. Roth ist gar nicht tot. Sondern... Ja, das war ja auch klug, ne? Ich hoffe, du bist jetzt tot. So, müssen wir einen beherzten Sprung darüber. So, jetzt... Was ist das denn? Also... Die schießen ja wie aus vollen Rohren. Wo hat er jetzt gespeichert? Was ist denn los? Wer schießt? In Deckung, ein Eindringling. Da drüben, schießt im ersten Angriff. Sieh mir's durch. Wieso muss ich das denn jetzt alles nochmal spielen? Wer brennt? Mann, du stirb doch mal da. Du auch. Na, explodier schon. Das war der richtige Winkel. Danke für den Tipp. Ey, jetzt nimmt er mir die Munition weg, wessen? Wer? Doch. So, der brennt auch. Möchte noch einer brennen? Ja, wieso? Wieso kann ich den nicht abschießen von da? Das finde ich jetzt aber doof.
Brennst du jetzt? Brennt er nicht? Nö. Jetzt brennt er. Brenn doch jetzt, Mann. Du sollst brennen. Jericho, brenne. Das ist doch blöd. Wie kommen wir denn da hin? Aber hier Loot. Loot, Loot. Da liegt einer. Danke. Ich möchte jetzt gerne, aber die Tür kann man nicht aufmachen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob da hinten noch welche sind, weil ich das ja jetzt ein bisschen anders gemacht habe als vorhin. Ja, tolle Wurst. Na gut, dann laufen wir nochmal darum. Die Pfeile sind wieder da. Die Pfeile sind wieder da. Jetzt kommen hier die Leute. Nicht? Da ist Munition. Brauche ich nicht. Habe ich hier eigentlich? Ne, habe ich. Da habe ich noch keinen zweiten Modus. Hatte ich hier alles gelootet? Ja. So, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Mann, ist das ein scheiß Kampf gewesen hier. Den mag ich ja gar nicht. Ja, siehst du? Ja, Idiot. Da setzt man sich doch nicht so hin. Ist da noch jemand? Ich glaube ja, ne? So, dann müssen wir jetzt herüber. Da hoch. Hier schießt. Das Fass stand ziemlich doof da. Oder? Für euch, meine ich. Also nicht für mich. Für mich war das toll. Bergungsgut. Eisenpartikel. Eine Röhre. Wo wir rüber balancieren. Noch mehr Eisenpartikel. Und bei den Aufbrech! Ist hier noch ein Geocache? Ohne Fahrschein? Nö. Scheiße. Dann schnell hier wieder zurück. Und weiter nach oben. Aber wo kommen die immer alle her? Na gut, die wollten hier dieses Zeug natürlich von der Endurance klauen. Was heißt klauen? Na? Hilfe! Pendel aus. Nein, den hatten wir schon. So, jetzt müssen wir ja hoch. Mit einem beherzten Sprung hier hochziehen. Boah, und wir haben es geschafft. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Dann können wir gleich mal so einen Teppich anzünden. Nein, können wir nicht. Wir sind zu dicht davor. So, jetzt. Puh, das war echt ein hartes Gekämpfe. Was finde ich echt nicht so schön. Das im Wald, das fand ich toll. So anschleichen, Geocaches sammeln. Alex, in was für ein Mist bist du denn da wieder reingeraten? Oh, wieso Alex? Lara. Du hast doch den Scheiß gerade gemacht hier. Du bist doch wieder runtergefallen. Du wolltest die Kiste haben, ne? Die Kiste. Wie kommen wir denn da hin? Wo war die? Da hinten. Da hinten ist die Kiste. Moment. Oder ist das... Ne, das ist nur so... Das ist nur Grafik. Ich sehe nichts hier. Das ist doch eine Truhe. Ich springe da mal rüber.
Ach ja, unsere Lara. Kann doch nicht mal so einen komischen Stein von der Kiste unterscheiden. Dann musst du da halt wieder hochklettern und wieder hier hoch. Und jetzt blendet die Sonne wieder. Das sieht so geil aus. Ne? Ich mache echt Party. Party für diese Grafik. Jetzt können wir das Ding irgendwie hier runterziehen. Aber wozu? So. Da liegt ein Buch. Ich werde erstmal hier lesen. Lara hat völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis. Eine Sonnenkönigin und ein verrückter Kult? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Fick. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen. Aber ich muss zugeben, es jagt mir eine Höllenangst. So versteckt ist meine Kamera nicht. Ich reiße zur Tarnung Witze darüber. Aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch. Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Danke. Nicht nur schlau. Sie kann auch echt heftig austeilen. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer ich mache etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Ja, Träume. Sie fährt nur auf mich ab, Mensch. Doch nicht auf dich. Also, Alex, über seine Möglichkeiten. Alex, was hast du dir nur dabei gedacht? Dieser Ort ist gnadenlos. Der Preis fürs Überleben, er ist einfach zu hoch. Ja, jetzt will er hier den Helden markieren. Ja. Da kommen wir dann gleich rüber. Ich will jetzt mal gucken, was es hier noch so gibt. Oh, Bären! Und dann noch mehr Bären. Wenn ich dahin laufe, ist es wahrscheinlich eine Falle. Darf ich hier rein? Darf ich hier einen Geocache finden? Eine Kiste! Oh, ein Schatz! Ich wollte speichern, ne? Na gut. Geprägt im Jahr Meiji 6. Also 1873. Das kann sie umrechnen. 2 Sen. Aha. Ich drehe das Ding mal. Hey, was war das denn da eben? Guck mal da. Da haben die so ein... Das ist ja blöd gemacht. Na gut. Da steht bestimmt irgendwo was drauf. Eine Seite ist abgenutzt, als hätte jemand häufig daran gerieben. Vielleicht die Glücksmünze eines Soldaten. Das kenne ich auch noch hier von so Geldautomaten oder Zigarettenautomaten. Wenn die Münze nicht will, dann reibt man die oben auf der Kante, ne? In der Hoffnung, dass sie dadurch dicker wird oder sich anders verhält und warm wird. Und das ist totaler Schwachsinn. Kannst du die auch einfach kurz in der Hand halten, dann wird sie auch warm. Ich möchte hier in den LKW rein und damit hier zum Schiff fahren. Und diese Kiste da oben drauf haben. Da ist so eine... Na gut. Okay. Okay. Das sieht so geil aus. Warum sieht Forrest nicht so aus? Ich möchte das. Die sollen sich das Spiel hier angucken und die Engine nehmen. Aber das ist wahrscheinlich hammerteuer. Die Lizenz. So, jetzt speichern wir. Ich speichere erstmal. Ne, ich speichere gleich. Ich mache erstmal hier. Pimpi, Pimpi von Waffen. Was haben wir denn noch? Da haben wir nichts mehr. Bogen. Haben wir. Alles. Okay. Schrotflinte haben wir alles. Gewehr haben wir alles. Handfeuerwaffe haben wir noch nicht alles. Machen wir das. Schnellfeuermodus. Völlig egal. Ökonomischer Griff. Was macht denn eigentlich? Verringert den Rückstoß. So, jetzt haben wir alles gemacht. Wir müssen noch Schrotflintenteil finden, Gewehrteil finden. Und vor allen Dingen speichern. Müssen wir das Speicherslot ändern. So. Geht sofort weiter.